Im Hotel Osterlamm in Waschleite war am Montagnachmittag eine Geburtstagstafel gedeckt. An deren Mitte hatte Stefan Malzdorf Platz genommen. Der am 9. April 1948 geborene Sänger, Moderator und Journalist feierte in seiner alten Heimat seinen 70. Geburtstag. 70 Jahre, da erinnert man sich gern an das Gewesene. Mit 6 Jahren ausgebildet worden zum Kreuzchor. Im 10. Lebensjahr war ich dann in Dresden Kreuzchor. 4 Jahre nur, aber es hat andere nicht schulische Sachen, sondern leicht politische Sachen, wenn ich das danach. Dann habe ich Oberschule gemacht in Schwarzenberg, habe studiert, richtig Operngesang, bin aber nie an die Oper gegangen, bin gleich zur Unterhaltung, weil es damals, sag ehrlich, 1000 D-Mark der DDR gab. Das war relativ viel damals. In Annaberg hat man nur 600 Euro verdient. Also habe ich das gemacht. Also Berichtsschlage gesungen. Und dann später habe ich auch Unterricht gegeben im Konservatorium in Zwickau. Nachdem ich geheiratet von Bayerfeld nach Zwickau gezogen bin. Ja, und dann eigentlich Erzgebirgslieder. Ich habe auch Schlager gesungen und bin dann per Zufall nach der Wende zum Rundfunk gekommen. Habe also 635 Mal die Volkstümliche-Hitparade moderiert. Hatte auch Fernsehen, 15 eigene Sendungen, weiß gar keiner mehr. Ich habe damals 1993 die zauberhafte Heimat aus der Taufe gehoben, recht erfolgreich, bis sie dann Gunter Emmerlich übernommen hat. Aber inzwischen schreibe ich teilweise für die Zeitung, aber schon für die Stadelpost geschrieben. Also das macht mir auch Spaß, aber singe trotzdem noch. Also ich bin und bleibe Sänger. Und so tritt Stefan Malzdorf am 23. Juni auch in seinem Geburtsort auf. Unter der Überschrift »Meine Seele singe« wird er gemeinsam mit De Hutzenbossen und Thomas Rups Unger in der Peter-Pauls-Kirche auftreten. Eintrittskarten gibt es bereits unter anderem im Fritz-Körner-Haus in Bayerfeld. Wir werden weiter berichten.